Hallo, mein Name ist Felix Valentino, ich bin Fitnesstrainer und Hammersport Fitnessmodel und ich stelle euch heute die Finlo M1 Kraftstation vor. Die Finlo M1 Kraftstation hat mehrere Seilzüge. Sie haben hier den Seilzug aus der oberen Position, aus der mittleren Position und aus der unteren Position. Wenn wir uns jetzt die Übungen anschauen, die allein aus dieser Sitzposition möglich sind, sehen Sie, wie groß die Übungsvielfalt allein hier schon ist. Sie können hier Ihre Brustmuskulatur trainieren, das klassische Bankdrücken im Sitzen frei, das heißt, Sie werden nicht geführt. Sie können Butterfly ausführen, also auch manche nennen es Fliegende, indem Sie hier einfach die Griffvariation anwenden. Sie können, ohne etwas zu verändern an der Sitzposition, Ihren Rücken trainieren, den Gegenspieler von der Brustmuskulatur. Hier der klassische Latzug. Sie können Ihren Trizeps trainieren, indem Sie sich etwas nach vorne beugen und hier die Trizepspresse ausführen. Sie können den Gegenspieler vom Trizeps trainieren, den Bizeps, indem Sie den Seilzug von unten bedienen. Sie können auch Ihre Schulter trainieren, indem Sie die Schulterpresse ausführen, ohne etwas zu verstellen. Und wie Sie sehen, haben wir jetzt eigentlich schon ein komplettes Zirkeltraining vorgestellt, ohne etwas zu verstellen an der Sitzposition. Wenn wir uns die Seilzüge der Finlo M1 Kraftstation genauer anschauen, sehen wir schon, die Rollen wurden sehr hochwertig verarbeitet, sind sehr stabil verbaut und die Rollen sind schwenkbar. Das hat den Vorteil, Sie können hier frei trainieren, Sie können den Muskel aus verschiedenen Winkeln treffen. Schauen wir uns die Widerstandseinstellung etwas genauer an. Wir haben hier 16 Gewichtsblöcke bis maximal 80 Kilo. Sie können hier in sehr feinen Stufen den gewünschten Widerstand einstellen, allein durch die Verschiebung des Stiftes, und haben so kein Schleppen von Gewichtescheiben. Für die maximale Anzahl an Übungen können Sie hier einfach und schnell den Sitz verstellen. Sie können hier einmal den Sitz nach vorne verstellen und den Winkel der Rückenlehne verstellen. Und das alles durch zwei Handgriffe. So, schauen wir uns die nächste Verstellmöglichkeit etwas genauer an. Sie haben hier die Möglichkeit, die Länge des Seilzuges schnell zu verändern, indem Sie einfach den Karabiner in die gewünschte Öse einfügen. Für mehr Informationen über die Finlo M1 Kraftstation gehen Sie auf www.hammer.de oder besuchen Sie einen unserer Hammer-Stores.